Hi, das hier ist ein super schneller Burger vom Charsolerend mit gegrilltem Spargel, Parmesankäse und Bacon vom Bunten Bentheimer. Ja, der Wahnsinn. Und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Meine Frau hatte heute Lust auf einen schnellen Burger, also habe ich mal schnell im Kühlschrank geguckt, was da noch so alles ist und habe grünen Spargel gefunden. Den habe ich dann ganz schnell blanchiert, mit bisschen Olivenöl, Pfeffer und Salz dann gewürzt. Der liegt jetzt also hier schon auf dem Teller und ist schon wieder abgekühlt. Dann habe ich hier noch Speck vom Bunten Bentheimer von meinem Zuschauer Jörn Gerwinat. Ich kann es immer wieder nur zeigen, weil es so eine Pracht ist. Ich meine, schaut euch das an, das ist der absolute Wahnsinn. Ein bisschen Parmesankäse haben wir noch für den Spargel. Und normalerweise mache ich ja meine Beef Patties selber, aber jetzt soll er heute schnell gehen. Also habe ich hier von gourmetfleisch.de fertig vorbereitete Charsolet Beef Patties, jeweils 200 Gramm. Beim Set waren dann auch direkt die passenden Brötchen mit dabei und dann brauchen wir natürlich noch eine Soße oder eine Barbecue-Soße. Ich benutze hier meine Lieblingssoße, die von Dirty Harry. Ja, das sind die Zutaten, die wir für den Burger brauchen werden. Zubereiten werden wir die auf dem Kopf Gas und ja, den heizen wir jetzt mal vor und dann geht's los. Der Kopf Gas ist schön vorgeheizt, das heißt also hier die Griddle Plate ist schön vorgeheizt. Und da legen wir jetzt als erstes mal den Bacon vom Bunten Bentheimer drauf. Was ein absoluter Duft, das ist unfassbar. So, der Bacon ist dann ruckzuck fertig, den lege ich wieder beiseite, lasse ihn abkühlen. Als nächstes habe ich hier meinen grünen Spargel. Und da schließe ich jetzt mal den Deckel für 2 Minuten. Zeit, unseren Spargel mal ein bisschen zu drehen. So, der Spargel ist fertig angegrillt, den nehme ich jetzt runter. Jetzt lasse ich die Griddle Plate nochmal 1 Minute richtig aufheizen und dann kommen unsere Charsolet Burger Patties. So, die Griddle Plate ist ordentlich vorgeheizt. Burger Patty drauf, Deckel drauf und warten. Im Kopf geht mächtig die Post ab, wir drehen mal die Patties um. Während unsere Beef Patties jetzt auf dem Kopf noch garen, bereite ich jetzt schon mal die Buns vor, beziehungsweise so begaren sie ja gleich noch weiter. Dafür habe ich mir hier den Rost hingelegt fürs indirekte Garen, habe die Buns schon mal aufgeschnitten. Auf die kommt jetzt der Spargel, den ich halbiert habe. Und über den reibe ich jetzt frischen Parmesan noch drüber. Und so stelle ich erstmal noch beiseite, bis die Patties fertig sind und dann kommt das in den Grill zum Überbacken. So, dann drehen wir unsere Beef Patties nochmal. Die sehen schon absolut fantastisch aus. So, hier sind also die Burger Buns mit dem Spargel und dem Parmesan. Und hier ist links und rechts noch Platz. Da kommen jetzt unsere Beef Patties hin. Und dürfen indirekt noch ein bisschen Temperatur bekommen. Ich baue gerade den Kopf um. Und dann mache ich den Deckel drauf. 5 Minuten später. Tada! Sieht das Ganze jetzt so aus. Die Buns sind schön kross, der Käse ist geschmolzen. Unsere Beef Patties konnten noch ein bisschen ziehen. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal den Burger zusammen. Los geht es mit also der Unterseite von unserem Burger mit dem Spargel und dem Parmesan drauf.
dann nehme ich mir jetzt eins von diesen wunderschönen Beef Patties hier, setze das da drauf. Dann haben wir hier den Bacon vom bunten Bentheimer, den setze ich jetzt damit drauf. Dann habe ich hier meine Barbecue-Soße. Und die Unterseiten von dem Bun oder von dem Brötchen hatte ich gerade eben noch kurz über diese heiße Griddleplate gezogen und habe die einfach draufgelegt auf die heiße Griddleplate. Das hat dafür gesorgt, dass die jetzt hier richtig schön warm und auch ein bisschen kross sind. Und naja, den setzen wir jetzt einfach oben drauf. Und fertig ist unser schneller Burger mit gegrilltem Spargel, Chasolet rind, der absolute Hammer. Ja, dann probieren wir jetzt mal. Ja, dann beißen wir jetzt mal in dieses Prachtexemplar von einem Burger rein. Ich hoffe, die Kamera stellt so schnell scharf. Innen drin noch leicht rosa. Ja, ihr seht, ich habe schon mal abgebissen. So groß war der erste Bissen dann doch nicht. Boah, super lecker. Super saftig. Der Bacon, die Barbecue-Soße. Alles, was halt zu einem guten Burger gehört. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt da oben in der Ecke nachholen. Würde mich tierisch freuen. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Allen anderen, danke fürs Zuschauen. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.